Dankeschön, Herr Pabel. Ja, mein Name ist Michael Mürtel, Kreisvorsitzender der CDU, Fraktionsvorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Der eine oder andere wird mich kennen. Vielen Dank, Frau Klaber, lieber Rainer Gelinke, dass Sie überhaupt heute hier sind und dass Sie uns so einen Impuls geben. Aus meiner Sicht natürlich, als Stadtverordneter, will ich eigentlich auf die Frage zurückkommen, quo vadis Frankfurt oder? Die ist ja im biblischen Kontext eine nicht sehr optimistische, nämlich quo vadis, wohin gehst du her? Ein bisschen, was danach kam, können wir uns alle aus unserem Allgemeinwissen heraus nochmal beantworten, aber die Frage soll ja eigentlich optimistisch gestellt sein, nämlich ein bisschen säkularer, quo vadis Frankfurt oder wohin gehst du Frankfurt oder? Und das ist die Frage, die wir uns der Stadtpolitik natürlich immer stellen, im Grunde genommen fast bei jeder Stadtverordnetenversammlung und ganz besonders uns gestellt im nächsten Jahr, nämlich in der Kommunalpolitik, nämlich die Frage, welche Ideen haben wir für unsere Stadt? Welche Ideen haben wir für unsere Stadt? Was soll Frankfurt-Oder sein in den nächsten 5, 10, 30 Jahren? Wir haben es gehört von Frau Klabe, welche Entwicklungszeiträume wir da eigentlich denken müssen. Und für meine Fraktion kann ich Ihnen sagen, Frankfurt soll wachsen. Das ist unsere Antwort auf die Frage, wohin Frankfurt-Oder. Frankfurt soll wachsen. Und da kann man durchaus eine andere Meinung haben. Da kann man sagen, wir wollen nicht wachsen, wir wollen gleich bleiben, wir wollen vielleicht mehr in der Tiefe sein und Identität stärken, aber wir glauben, dass Frankfurt wachsen soll und wir haben im nächsten Kommunalwahlprogramm, wenn wir eine Zahl formulieren, 5.000 bis 10.000 Einwohner in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das ist ambitioniert, das wissen wir, aber wir glauben, dass es dazu keine Alternative gibt. Warum nicht? Weil wachsende Städte etwas haben, was Städte auch in der Vergangenheit, in der Geschichte nämlich hatten, das macht Städte attraktiv. Und dazu bedarf es natürlich selbstverständlich, ich glaube, Sie haben es gesagt, eine schlanke digitale Verwaltung, aber das brauchen wir für im Grunde alle Entwicklungen. Da besonders, da wirkt sich nämlich, wenn man es nicht hat, das besonders negativ aus. Und warum können wir wachsen? Also warum haben wir das Vertrauen? Weil wir sagen, Frankfurt-Oder hat etwas, was andere Städte in dem Maße nicht mehr haben, nämlich das ist Platz. Platz ist ein Potenzial, das wir in unserer Stadt ausnutzen müssen. Dazu bedarf es natürlich auch einer Idee. Und Sie sagten das auch so ein bisschen, es sollte nicht zu bunt sein, Herr Bundeschaus. In dem Punkt würde ich Ihnen sogar widersprechen. Herr Möckel, würden Sie noch eine Frage? Ja, genau. Also, ich würde sagen, wir müssen bunt sein. Ich möchte nämlich nicht als junger Mensch in einer Stadt von Rentnern leben. Sehen Sie es mir bitte nach. Ich möchte aber auch nicht nur als ehemaliger Vietnamer Student in einer Stadt leben, wo nur Studenten sind, sondern es macht gerade die Mischung aus, das macht der Städte spannend, interessant. Wenn Sie sagen, der Bundstrauß soll nicht zu bunt werden, dann kann ich mir schwer was darunter vorstellen, was Sie damit eigentlich meinen. Weil gerade in Frankfurt oder ist es ja bunt, wir sind Kulturstadt, Sportstadt, wir können auch darauf aufbauen. Was meinen Sie damit? Und ein Punkt vielleicht noch, Rainer Gelinke hat es angesprochen, wir Frankfurter sind die Doppelstadt. Ja, ohne unsere polnischen Nachbarn zu vereinnahmen, aber trotzdem müssen wir die andere Seite mitdenken, so war es ja historisch auch, unsere Stadt ist auch immer so gewachsen. Können Sie darüber noch ein bisschen was sagen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt? Also Stichwort Stern, Frankfurt-Oder und der Bundstrauß, der bunt ist. Wir sagten ja Debattenbeitrag, ich sage, wir müssen bunt sein, Sie sagen, er sollte nicht bunt sein. Vielleicht können wir uns darüber austauschen. Danke. Können wir oder beantworten Sie?